meine, wir haben gar nicht mehr so lange bis zum Start von FIFA 23 und es gibt vor allem am Anfang eine Sache, wo ganz viele Leute einen riesen Fehler machen und dadurch extrem viel Verlust einfahren. Und genau vor diesem Fehler möchte ich euch eben heute in diesem Video bewahren, deswegen passt wirklich gut auf, damit ihr diese Coins mehr habt und nicht eben die unnötig verliert. Und Freunde, unser FIFA 23 Trading Discord ist schon losgegangen, das heißt, ihr könnt jetzt beitreten. Der ist geöffnet, ihr bekommt im Discord Trading-Tipps für jedes Budget, es ist für Anfänger, für Profis, ihr lernt Trading wirklich auch und ihr bekommt aber auch Tipps wirklich direkt an die Hand gelegt, sodass ihr halt direkt die umsetzen könnt und nicht nur bla 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 und dann macht, was ihr wollt, sondern wir geben euch schon wirklich klare Trading-Tipps. Und ihr könnt komplett kostenlos in den Discord kommen, wenn ihr Amazon Prime habt, das seht ihr hier unten. Ansonsten, wenn ihr keinen Amazon Prime habt, für 5 Euro im Monat oder sogar mit einem einmaligen Betrag, da gebe ich euch auch einen Rabatt. Das heißt, ihr zahlt einmal fürs ganze FIFA-Jahr und bekommt auch einen Rabatt dafür. Eine Anleitung zum Discord ist in der Videobeschreibung und ansonsten schreibt mir bei Instagram, falls ihr irgendwelche Fragen habt und euch nicht ganz auskennt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich vielleicht noch die Plätze limitieren werde. Wir waren im letzten Jahr wirklich extrem viele Leute. Insgesamt im ganzen FIFA-Jahr waren wir über 7000 Mitglieder. Ja, auf der Grafik stand gerade 5000, aber es waren wirklich über 7000. Ich habe nochmal zusammengezählt, die ganzen Subs und eben alle Leute, die über Patreon und eben auch so drinnen waren. Es war wirklich crazy und deswegen werde ich vielleicht dieses Jahr limitieren. Also kommt mal jetzt rein. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt schon rein wollt, dann seid ihr drinnen. Es kann sein, dass ich das in den nächsten Wochen mal limitieren werde. Und dann starten wir jetzt auch schon rein mit dem heutigen Thema. Und es geht, wie gesagt, um einen fetten Fehler, den ihr unbedingt vermeiden müsst. Und es geht dabei um die Starter-Teams. Ich sehe die ganze Zeit auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube eben Leute, die Starter-Teams posten. Und die sind oft richtig gut. Das sind super Starter-Teams. Zum Beispiel das hier. Das ist ein wirklich starkes Team. Problem an der Sache, du wirst damit zu 100% einen massiven Verlust machen. Und das kann ich dir jetzt hier, so wie ich hier sitze, versichern. Du wirst damit fetten Verlust machen. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Wenn du dir dieses Team am Anfang von FIFA holst und 2 Monate später oder auch nur 1 Monat später verkaufen willst, du wirst dich komplett erschrecken und einfach massiv Verlust machen. Spieler wie Nkunku, Tonali, Tomori, Barella, Lacroix wahrscheinlich auch, Leao und, die werden am Anfang sehr teuer sein und dann extrem droppen. Und ich bin der Letzte, der was sagt, wenn ihr der Meinung seid, hey, ich möchte aber einfach gute Spieler spielen und mir ist es egal, dass ich Verlust mache. Dann go for it, das ist voll in Ordnung. Nur ich selber und viele von euch haben halt auch nicht die Philosophie, sag ich mal, dass sie einfach irgendwas machen und nur gute Spieler spielen wollen. Viele von euch wollen Gewinn machen, beziehungsweise wenig Verlust. Und da zähle ich mich auch dazu. Und wenn ich eben so einen Fehler erkenne, schon im Vorhinein und weiß, dass es hier von den Coins her drastisch nach unten geht, muss ich euch einfach vorwarnen. Und zur besseren Erklärung gehen wir jetzt mal in den Mitgliederbereich rein von unserem Discord. Denn da findet ihr ein Guide, das heißt, es ist für alle eben, die im Discord drinnen sind, im Mitgliederbereich. Und in dieses Guide werden wir reinschauen. Wir werden uns einen kleinen Teil davon anschauen, weil der wichtig ist fürs heutige Video. Zuerst ganz kurz, damit wir es geklärt haben, wenn man gute Spieler zieht und der Meinung ist, die sollte man verkaufen, weil man sie selber nicht spielen will, dann sollte man sie circa am 28. 29. September verkaufen. Das ist natürlich jetzt keine Garantie, die ich euch geben kann, weil ich nicht weiß, wie der Markt sich zu 100% entwickeln wird. Es ist ja auch anders, weil das ein größerer Markt ist dieses Jahr, eben gemeinsam mit Xbox. Dementsprechend, das ist keine Garantie. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber gute Spieler und Spieler, die am Anfang gebraucht werden und ja, eben so Spieler wie Militao, wie ein Rashford und, einfach so heftige Spieler für den Start, solltet ihr ungefähr hier verkaufen, weil sie da einen relativ hohen Wert haben. Schlechte Spieler können am Anfang einfach auch sellen, also unter 5k Spieler können einfach verkaufen und damit dann direkt weiter traden. Aber früher oder später braucht ihr halt in FIFA eben auch ein eigenes Team. Das heißt, ihr müsst ja euch Spieler kaufen und da ist es ganz wichtig, dass ihr keinen Fehler macht, denn ich habe es hier eben geschrieben, Achtung, sehr viele Spieler verlieren bis Ende Oktober enorm an Wert. Ein Beispiel aus FIFA 22, Eder Militao kostet am Anfang von FIFA am 29. September 48.000 Münzen. Nur einen Monat später, am 30. Oktober, kostet der Mann 1.800 Münzen.
Ich denke, dieser Verlust ist unschwer zu erkennen. Das ist ein Verlust von unfassbar vielen Prozent. Da geht es komplett den Bach runter. Also du hast sozusagen dann am Anfang, wenn du dir den holst, 50.000 gezahlt und hast am Ende genau nichts mehr davon. So, du machst mit dem Spieler einfach ja circa 50.000 Münzen Verlust. Die Coins sind weg, die hast du dir irgendwie erspielt, ertradet, was auch immer. Für die Coins hast du was getan, weil 50.000 Münzen kommen nicht von irgendwoher. Und die 50.000 Münzen sind nach einem Monat weg. Nur weil du lost warst, beziehungsweise nicht gewusst hast, dass dieser Spieler droppt. Und es wird jetzt einige von euch geben, die sich denken, hä, aber ich brauche ja gute Spieler am Anfang, sonst packe ich die Weekend League nicht. Ja, das lasse ich so halbwegs durchgehen. Deswegen, es ist auch in Ordnung, wenn du dir so ein, zwei Spieler kaufst, die dein Team extrem stärken. Aber ich würde dir wirklich klar empfehlen, die ersten 2 bis 3 Wochen mit schlechteren, die aber nicht wirklich schlecht sind, mit schlechteren Karten zu spielen und einfach overpowerte Karten zu nehmen, die unter 10.000 kosten, weil hier einfach der Verlust nicht so hoch ist. Und danach, nach eben so einem Monat, nach 3 Wochen, sowas um den Dreh, kannst du dir ja so Spieler kaufen wie Militao, weil dann sind sie ja nicht mehr viel wert. Also gehen wir das Ganze einfach nochmal durch. Hier Militao, ich zeige euch den Graphen nochmal. Es ist wirklich crazy, wie der Mann gedroppt ist. Wenn ihr euch den hier am Ende holt, top, ihr habt immer noch einen guten Spieler und klar, das Niveau verschiebt sich auch, das muss man schon auch dazu sagen, es ist natürlich am Anfang so ein Militao schon wichtig, ja, am Anfang kann dir der schon gut weiterhelfen, aber er wird dich halt auch in den Ruin treiben, du wirst extrem viel Verlust machen. Schauen wir uns ein paar weitere Beispiele an. Marcus Rashford, super Karte, aber auch eine enorme Preisminderung. Ihr seht es hier am Anfang 174.000, nach einem Monat war der Mann bei 58.000. Das heißt hier auch wirklich ein großer Verlust, circa ja, um ein Drittel, um 2 Drittel gefallen, also nur noch 1 Drittel des Preises hat er dann gekostet. Und man kann den Spieler natürlich auch einfach hier irgendwo verkaufen, so Mitte Oktober, da kostet er noch so 120.000, da macht er auch einen fetten Verlust, aber habt ihn zumindest 2 Wochen spielen können. Das ist dann eure Entscheidung, aber ihr seht, der geht den Preis enorm runter. Und gegen diese Drops kann man sowieso nichts machen, weil der Markt entwickelt sich sowieso immer laufend nach unten. Das ist das Normalste der Welt. Also irgendwo muss man so teilweise Verluste auch akzeptieren, aber man muss ja nicht, wenn man das schon weiß, sich bewusst solche Spieler kaufen. Dembélé ist ein Beispiel, das sehr interessant ist, weil der ist nicht so stark gedroppt, der ist sogar konstant geblieben am Anfang. Am Anfang kostet er 74.000, nach 2 Wochen immer noch 70.000. Das heißt, der ist hier nur so um 5.000 gedroppt, da ist nicht viel passiert. So, ihr hättet den am Anfang kaufen können und dann nach 2 Wochen einfach wieder verkaufen können, habt den spielen können in der Weekend League und der ist eigentlich nicht gedroppt. Danach ging es aber schon bergab und ja, Anfang November kostet er dann halt auch nur noch 5.000. Also auch der droppt früher oder später, das ist eh ganz normal, aber den hätte man zumindest ein bisschen spielen können am Anfang. Alphonso Davies, der ist auch nicht so stark gedroppt am Anfang, war bei 72.000, nach 2 Wochen bei 50.000, beziehungsweise 60.000 hier, ja 60.000. Das ist ein Verlust von 10.000, das ist auch nicht ohne, so 10.000 Münzen einfach weg, wenn du ihn verkaufst, aber du hast halt trotzdem nicht so viel Verlust gemacht. Aber auch hier sieht man, spätestens dann eben, ja nach einem Monat kostet der halt nur noch 26.000 und am Anfang hat er halt 72.000 gekostet. Das tut halt schon sehr, sehr weh. Koundé, auch ein Spieler, der wirklich einfach gut ist. Da kann man nicht viel anderes dazu sagen. Der ist einfach gut gewesen. Am Anfang hat er gekostet 31.000. Ihr seht hier übrigens auch in der Web-App, wenn ihr euch solche Spieler teilweise direkt kauft, kann es sein, dass die bis zum Release ein bisschen ansteigen. 31.000 am Anfang, nach einem Monat bei 4.000 Münzen. Das tut einfach voll weh. Und man kann eben das Ganze auch umgehen. Man muss sich nicht solche Hype-Spieler kaufen, die einfach jeder haben will, sondern man kann schauen, dass man sich ein Team baut aus eben extrem overpowerten Spielern, die aber nicht so teuer sind und schaut, dass man damit die ersten 3 bis 4 Wochen durchboxt. Man kann dazu dann auch noch ein paar Metaspieler dazugeben, weil diese Metaspieler, also so Spieler wie Messi, Ronaldo, Kanté, also Spieler, die wirklich das ganze FIFA-Jahr gespielt werden, solche Spieler kann man sich auch reinnehmen, weil die im Preis nicht so schnell droppen wie solche Hype-Spieler. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein paar Karten, die man am Anfang ganz normal spielen könnte. So, ein Longley, 72 Tempo, reicht voll aus, 83 Defending, 79 Physis. Kann man gut linken, ist ein solider Spieler für den Start. Was hat der gekostet am Anfang? Richtig, gar nichts. 1000 Münzen, 800 Münzen, das ist nichts. Den kannst du dir easy mal reinstellen, der ist okay. Rafa,
ein overpowerter Spieler, nicht der beste Abschluss, auch nicht die beste Physis, aber voll in Ordnung für die ersten 2-3 Wochen, mit dem kannst du schon was reißen in der Weekend League. 1000 Münzen, 800 Münzen, nichts, der Spieler kostet nichts und du machst mit dem auch keinen Verlust. Nächster Spieler, Mertens, damals sogar noch in der Serie A und wirklich Top-Werte, der ist ja jetzt bei Galatasaray, wird dementsprechend nochmal günstiger werden, weil die Liga nicht so gut ist und der hat am Anfang gekostet, naja, 6700 Coins, hier 4000 Münzen, so, und dann ist halt gedroppt auf 1000 Münzen. Aber das ist ja egal, der droppt halt auf 1000 Münzen, steigt sogar dann später, weil er eine Rated-Karte ist, aber da macht ihr halt 1-2000 Münzen Verlust, wenn ihr den dann irgendwann mal verkauft, vielleicht maximal, und habt einen super soliden Stürmer. Das ist eine gute Karte, die man am Anfang zocken kann. Und dann müsst ihr euch halt keinen unfassbar überteuerten Martial kaufen, sondern dann nehmt ihr halt einfach Mertens, der deutlich weniger kostet. Selbes mit Gelson Martins. Das ist sogar ein Spieler gewesen, den viele als Supersub gespielt haben, weil er einfach so gut war. Kostet am Anfang 2000 Münzen, 3000 Münzen. Take it, ja. Den könnt ihr zwar nach einem Monat nur noch für 700 Münzen verkaufen, aber ihr macht halt absolut gesehen irgendwie nur 2000 Münzen Verlust und das ist komplett nichts. So, 2000 Münzen Verlust, das ist ja wurscht, das passiert die ganze Zeit. Und es ist halt so schade, wenn ihr euch so richtige teure Spieler für 100k kauft am Anfang, so einen Alphonso Davies Außenverteidiger für 100k und dann verkauft ihr den nach 4 Wochen für 20k. Das ist einfach bitter, weil diese 80k Verlust, die ihr dann habt, gegen die müsst ihr nur ankämpfen. Ihr tradet die ganze Zeit, macht überteuert verkaufen, sniped, haut euch richtig ins Zeug und dann macht ihr 80k Verlust, nur weil ihr einfach unbedingt diesen Spieler spielen wolltet. Ich finde das ein bisschen kritisch, weil es einfach viele Alternativen gibt. Und jeder, der in FIFA viel tradet, der weiß auch, dass 80k nicht einfach vom Himmel fallen. Für 80k muss man schon wirklich traden. Also entweder viel überteuert verkaufen machen oder halt andere Methoden, aber du musst für 80.000 Münzen schon ordentlich was tun. Deswegen wäre es ja umso schader, wenn diese Coins dann einfach weg sind. Diaby, nicht der beste Abschluss, gebe ich zu, aber ein schneller Spieler für den Start, Flügelspieler einfach, kostet am Anfang nichts. Und ich könnte euch noch etliche weitere solche Starterspieler zeigen und ich werde das auch sicher machen am Anfang von FIFA, wenn die ganzen Ratings dann da sind, dann zeige ich euch ein paar Spieler, die man nehmen kann fürs Starterteam, da wird was kommen. Aber ja, schauen wir uns noch kurz noch an die Preisverläufe von den Metakarten, Messi zum Beispiel, auch der droppt, klare Sache, aber wir sehen hier am Anfang kostet der so, naja, 850k und ja, man muss erstmal die Coins haben am Anfang, um sich so einen Spieler zu kaufen, aber wenn man irgendwie was Gutes gezogen hat oder so, ihr könnt euch Metakarten ruhig kaufen, weil die droppen nicht so extrem. Ihr seht es hier, der hält zumindest bis Anfang Oktober halbwegs durch. Ihr habt einen Preisverlust von ca. 10% hier drinnen, aber einen Monat lang könnt ihr den spielen ohne einen krassen Preisverlust. Klar, dann geht es auch bergab und ja, Ende oder Anfang Dezember kostet er nur noch 460k, aber das ist viel langsamer als bei diesen Hype-Karten und die droppen halt einfach nicht so schnell. Man sieht das bei N'Golo Kanté auch ganz gut. Gehen wir einfach mal da rein in den Graphen. Er ist sogar am Anfang gestiegen, am Anfang bei 500k und dann sogar bei 550 Ende Oktober. Und dann geht er halt wieder auch ein bisschen runter und dann geht er hier nochmal ein bisschen hoch. Aber das ist halt schon Dezember hier, ja, und da kostet er immer noch zumindest die Hälfte vom Anfang. Also so Spieler droppen auch nicht so schnell, deswegen solche könnt ihr euch zu diesen ganz günstigen Hype-Karten, also nicht Hype-Karten, ganz günstige Overpowered-Karten, zu denen könnt ihr euch einfach auch ein paar Metakarten dazustellen, wenn ihr halt die Coins habt. Und ich habe euch jetzt extra für dieses Video 4 Starter-Teams zusammengebastelt und diese Starter-Teams sind natürlich noch nicht mit den aktualisierten Werten, weil wir die noch nicht haben teilweise, deswegen einfach mal die alten Werte, aber einfach mal so, damit ihr so ein Gefühl bekommt, welche Spieler könnte man reinnehmen. Bekommt man da trotzdem Chemistry? Ja, bekommt man 31 von 33 Chemistry in dem Fall. Und das sind alles gute Teams. Flache Dimos im Tor, solide. Tagliafico, solide. Denaya, delayed. Solide. Manafa, solide. Die ganze Abwehr über 80 Tempo. Getson Fernandes, alles über 70, guter Starterspieler. Doku, super schnell am Flügel. Rafa, super schnell. Sogar 4 schnelle Skills. Nainggolan auch immer recht solide, David Neres sogar ein guter Dribbler und vorne Mertens mit einem guten Abschluss. So, was wollt ihr mehr? Das ist ein super Spiel, sind super Spieler für den Start. Damit kannst du die ersten 2-3 Weekend Leagues durchboxen und sparst dir dadurch extremen Verlust, weil du eben nicht diese Coins verlierst. Das zweite Team ist einen Ticken teurer und da sind 2 Spieler drinnen, die am Anfang den großen Preisverlust haben könnten. Kommt halt drauf an, was sie kosten. Sanchez und Werner.
Wenn Werner zum Beispiel über 50k kostet, nehmt ihn euch nicht mit. Wenn er aber so 30k kostet, dann wird er auch droppen und wird nach einem Monat nur noch 5k kosten. Aber wie soll ich sagen, wenn da ein Spieler drin ist, der so einen Verlust drin hat, ist das nicht so schlimm. So, wenn ihr mit dem ganzen Team nach einem Monat 50k Verlust nur macht, ist das ja ganz gut. Sanchez, wie gesagt, selbes Beispiel, der war letztes Jahr bei 30k am Anfang und ist dann auch innerhalb von einem Monat auf 2k gedroppt. Also bei so Spielern müsst ihr aufpassen, man kann die aber auch leicht ersetzen, einfach hier vorne einen anderen guten Stürmer aus der Bundesliga und hier einfach einen anderen guten Spieler aus der Ligue 1 reinpacken, den Zentralen, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Schmeichel im Tor solide, Mendes, Todibo, Klostermann, Klaus. Klostermann könnte auch ein bisschen teurer werden. Wirtz, Kakere und dann eben Sanchez, Martins, Werner und Diaby. Solides Starterteam, damit hält man durch die ersten Wochen. Auch mit dem Team kann man super agieren. Man muss hier dazu sagen, Kluivert ist bei Valencia mittlerweile und ja, Joao Felix kann man dann wahrscheinlich als ZOM umwandeln. Deswegen hat er jetzt auch hier keine Chemistry. Also die Chemistry wäre deutlich besser. Ja, ihr seht es gar nicht. Hup, hoppala. Hier 32 von 33. Die Teams davor hatten beide fast volle Chemistry. Das eine hatte 31, das erste und das zweite. Ja, ich zeige es euch einfach ganz kurz. Genau, das ist ja das erste Team gewesen. Ich hoffe, das ist unter meiner Facecam. Auf jeden Fall 31 von 33 Chemistry. Und das zweite Team war ja das hier. Das hatte 33 von 33 Chemistry. Also komplett volle Chemistry. Ja, und jetzt schauen wir uns eben das Team hier an. Da ist auf jeden Fall mehr Chemistry eigentlich drinnen. Lopez im Tor, super Tormann, Moreno, Hermoso, Medina, Klaus. Super solide Verteidigung für den Start. Mendes, guter zentraler Mittelfeldspieler. Felix als Offensiver und Camavinga auch wieder so ein ausgeglichener Spieler wie Mendes. Dann wieder Martins, Morales und Kluivert, wie gesagt jetzt bei Valencia. Das ist ein Team, mit dem du durchhältst die ersten Wochen, mit dem du trotzdem geilen Spielspaß hast, mit dem du Gas geben kannst. Und das letzte Team hier hat 33 von 33 Chemistry auch, also volle Chemistry, aber da muss ich schon dazu sagen, das ist wirklich ein Team für absolute Sparfüchse, denn wir haben hier zwei Spieler drinnen, die wirklich langsam sind, ja, Neves und Moutinho. Ihr müsst euch das Team also echt nicht so bauen, es ist nur ein Ansatz. Ja, auch gute Spieler, Schlotterbeck kriegt ja auch ein gutes Upgrade und solide Spieler, das ist aber schon an der Grenze, finde ich, weil du eben, wie gesagt, zwei sehr langsame Spieler hast. Aber wenn die beiden ein bisschen schneller werden oder wenn du hier andere Spieler reingibst, ist auch das ein solides Team für den Start. Ja, Freunde, am Ende des Tages bleibt es euch überlassen, ob ihr lieber hunderte, tausende Münzen Verlust machen wollt, weil ihr unbedingt irgendwelche Spieler spielen wollt, oder ob ihr sagt, hey, ich bin klug, ich nehme ein Starterteam, was unter 100k kostet insgesamt, dann kann ich auch nur maximal 100k Verlust machen und zock damit und da sind trotzdem gute Spieler drin, wie eben beispielsweise Mertens, wie Martins, Gelson Martins und. Es gibt so viele gute Spieler und exotische Spieler, die man spielen kann, die einfach nicht diesen extremen Preisverlust haben. Aber das ist eure Entscheidung, wie ihr es machen wollt. Macht es so, wie es für euch passt. Ich wollte euch den Tipp auf jeden Fall mitgeben. Und an der Stelle war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Komm gerne in den Discord rein, falls du Bock hast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.